Jeden Morgen schaut Johann Erlinger hinter seinem Haus nach seinen Models. 40 Tiere leben in seinem Taubenschlag in Niederhummel im Landkreis Freising. Aber er züchtet nur eine ganz bestimmte Rasse. Ja, für mich ist das die schönste Taube. Das ist eine geschuppte Luchstaube. Ich züchte jetzt schon über 30 Jahre. Und haben mich eigentlich noch nie enttäuscht. Ist eine vitale Taube, eine große Taube. Hat ein Leben, die zeigt sie, die marschiert. Es gibt da Tauben, die stehen bloß drinnen. Die lassen schon krachen, also die rühren sie. Da ist was los. Luchstauben werden oft als Fleischtauben gehalten. Bei Johann Erlinger kommen sie aber nicht auf den Tisch. Er züchtet die Tiere, damit sie Schönheitspreise auf Ausstellungen gewinnen. Und ist damit ziemlich erfolgreich. Von den solchen Ehrenbänder habe ich ungefähr 50 Stück. Und Pokale sind das ungefähr 30-40%. Mehrer sind es nicht. Also da, was ich erinnern habe. Mehrer ist nicht geduldet im Wohnzimmer. Aber bald muss er vielleicht doch einige seiner Tiere schlachten. Er hat zu viele Tauben, kein Platz für Nachwuchs. Wegen Corona sind in den letzten 2 Jahren fast alle Ausstellungen und Märkte ausgefallen. Johann Erlinger konnte keine Tiere verkaufen. Schlecht für die Zucht. Es gibt schon noch Zucht, aber es ist sehr schwierig. Ich bin der Vorstand von Geflügelzucht Freimoschberg. Und ich habe seit März letztes Jahres habe ich 3 Veranstaltungen machen können. Und wenn jetzt 2 Jahre nichts mehr ist, dann sagt da jeder, okay, na heute halt noch ein paar. Aber irgendwann sagt noch der, warum sollte man so viel Arbeit machen, wenn eh nichts mehr zusammengeht. Also das ist schon sehr schwierig. Also. Und ich habe auch einige, die wohnen aufgehört haben schon. Aber noch hat Johann Erlinger Hoffnung. Demnächst starten die ersten Treffen wieder. Vielleicht wird er 6 seiner Tiere doch noch los. Am Sonntag fahre ich nach Langengeisling. Da ist der erste Taubenmarkt wieder seit Herbst. Und ich versuche, dass ich 2-3 Paar verkaufen kann. Von den Tauben, wo ich nicht brauche, weil die habe ich zum Teil doppelt besetzt. Weil von jeder Linie setzt man eigentlich nur eine Linie wieder ein, damit man weiterzüchten kann. Dann ist es soweit. Sonntagmorgen, 8:30 in Langengeisling bei Erding. Seit über 30 Jahren fand hier jede Woche ein Kleintiermarkt statt, bis Corona kam. In den letzten 2 Jahren gab es nur vereinzelt Märkte. Jetzt sollen sie wieder regelmäßig stattfinden. Der Markt hat schon seit gut 2 Stunden geöffnet, aber der Andrang ist mau. Ganz schlecht. Keine Leute da. Normal sind das alles voll sein. Auch das Angebot ist überschaubar. Rumänische Nackthalstümmler, Lockentauben, schwarze Brünnerkröpfer und Kingtauben. Wir sind froh, wenn der Markt läuft. Ja, aber meistens sind halt hauptsächlich nur Verkäufer da. Die Käufer, die lassen noch auf sich warten, aber vielleicht kommt es ja irgendwann einmal. Auf dem Kleintiermarkt gibt es nicht nur Tauben, sondern auch andere Vögel und Tiere. Wellensittiche, Kanarienvögel, Kaninchen und Meerschweinchen. Das Angebot ist aber deutlich kleiner als gewöhnlich. Denn Hühner oder Gänse dürfen heute noch nicht verkauft werden, erklärt Veranstalter Stefan Schraufstetter. Es hat ja die Vogelgrippe-Ausbrüche gegeben in Bayern. Dadurch dürfen jetzt Geflügel nicht gehandelt werden. Da braucht man quasi pro jedes Tier einen Test, einen Abstrich. Und es war finanziell dann so, dass es der Test für das Tier teurer wäre, als wie das Tier überhaupt kostet. Deswegen ist es einfach momentan nicht lukrativ zu machen. Tauben sind von dem Verkaufsverbot nicht betroffen. Denn sie können das Vogelgrippevirus nicht so leicht übertragen. Mittlerweile ist es 9:30. Langsam herrscht etwas mehr Trubel auf dem Markt. Und wie ist die Stimmung? Ja, super. Hat man mit dem Engelchen wieder vorgehen können und was anschauen. Wir sind jetzt das erste Mal wieder da seit 3 Jahren, glaube ich. Wir finden es super. Lachdamm brauchen die. Wegen dem bin ich jetzt 40 Kilometer hergefahren. Und wie schaut es aus mit 2 Hühnern? Schlecht, gar nichts ist da. Bei Johann Erlinger scheint es gut zu laufen. Es gibt eine erste Interessentin für seine Luchstauben. Mein Mann hat Tauben und der kennt sich aus. Aber ich kenne mich jetzt noch nicht so gut aus, aber ich möchte auch Tauben. Und mir gefallen halt ganz einfach die großen, schweren gut. Nach kurzer Verhandlung einigen sie sich. Ausgemacht. Okay.
Für 10 Euro pro Tier wechseln 4 Tauben den Besitzer. Ist Johann Erlinger zufrieden? Kaufsmäßig gut, preismäßig ganz schlecht. Weil normal verlange ich für so eine Taube schon 40 Euro. Also 30, 40 Euro kostet so eine Taube nochmal. Aber mein Ding ist halt, die Zucht geht weiter, die Luchstaube tue ich verbreiten und sie dürfen leben. Und das ist mir am allerwichtigsten, weil ich bin kein Freund vom Keulen. 2 Tauben nimmt er wieder mit nach Hause. Doch ob sie tatsächlich geschlachtet werden müssen? Nächste Woche fährt Johann Erlinger mit ihnen nochmal auf den Markt nach Langengeisling. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und noch einiges mehr.